Versöhnlicher Abschluss von der Saison vom FC Luzern dank dem 3:0-Sieg gestern im Heimspiel gegen Thun beendet. Der FCL die Saison auf Platz 4 und ist damit in der Europa League Qualifikation. Wir ziehen heute im Fokus Bilanz, machen das mit dem FCL-Präsident Rudi Steiger. Guten Abend. Guten Abend. Ja, wie glücklich sind Sie als Präsident mit Platz 4 und der Europa League Qualifikation? Ja, bevor ich auf diese Frage Antwort gebe, erlauben wir noch kurz zurückzuschauen auf die letzte Sendung. An gleicher Stelle ist gesagt worden, dass Rumore kräftig hinter den Kulissen beim FCL. Ich muss einfach sagen, wir arbeiten sehr fokussiert und ruhig auf die Ziele her und kann das wirklich klar dementieren. Aber jetzt auf Ihre Frage zurückzukommen, es war ein sehr versöhnlicher Abschluss gewesen. Ich bin natürlich überaus glücklich. Wir haben wirklich gespielt, die waren wenig leidenschaftlich gewesen. Hat man den Teamgeist vermissen. Man hat keine Führungsspieler gesehen auf dem Platz. Und gestern hat man einen FCL gesehen, wie man sich natürlich als Präsident noch mal wünschen kann, mit einem tollen Ergebnis und mit dem Erreichen von der Europa League. Wie könnte sich das denn erklären, dass da auch geschrieben wird, dass das Verhältnis zwischen Alex Frey und Carlos Bernegger nicht gerade das Beste sei? Gut, also ich habe das bis jetzt nie gespürt und bin überzeugt, dass das auch nicht so ist. Das ist ein gutes Verhältnis, ein professionelles Verhältnis. Wir haben, glaube ich, beim FCL noch nie so viel sportliche Kompetenz gehabt wie heute. Und das ist klar, da muss es mal eine Dissens geben, das braucht es, nur das bringt uns weiter. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass die Zusammenarbeit angeht. Und wir haben ja gesagt, eines unserer Ziele, von der wichtigsten Ziele, ist sportliche Kontinuität. Mhm. Reden wir noch über das Sportliche, aber auch das Finanzielle. In der Europa League Qualifikation sportlich ist Seite, man hat Freude, die Gegner jetzt werden nicht so attraktiv sein, gerade jetzt in der zweiten Quali-Runde. Ab wann würde es denn rendieren für den FC Luzern in der Europa League? Also ich würde da natürlich die Millionen, die man bereits geschrieben hat, würde ich sehr gerne nehmen. Das würde uns budgetmässig schnell weiterhelfen. Aber es ist ganz klar, man muss in der Europa League, wenn man wirklich Geld verdienen will, muss man mal in die Gruppenphase kommen. Und bis dahin ist es doch ein relativ weiter Weg, ein steiniger Weg. Aber ich hoffe, es hat zwei, drei Spiele, die wir hoffentlich auch hier zu Luzern austragen können, mit einer guten Kulisse. Und dann ist das gut für das Image des Vereins, ist auch gut für die einzelnen Spieler, dass sie sich international präsentieren können. Und wenn finanziell etwas bleibt hängen, dann haben wir natürlich alle Freude dran. Aber jetzt gerade die Gruppenphase, das wäre dann mehr Wunschdenken, nehme ich an. Das kommt darauf an. Ich habe schon manches Team gesehen, das sich in etwas einsteigen konnte. Nehmen wir gerade Thun, der jetzt doch in den letzten Jahren international immer wieder für Furore sorgen konnte. Wieso soll das am FCL nicht gelingen? Mhm. Wir hoffen es natürlich. Es wäre schön, apropos Finanzen, Sie müssen sparen. Wie sieht es eigentlich da aus mit dem Budget für die neue Saison? Gut, das ist das finanzielle Ziel, dass wir haben gesagt, über die nächsten zwei Jahre wollen wir ein ausgeglichenes Budget erreichen. Jetzt die Massnahmen, die wir bereits alle getroffen haben, und das ist eine Vielzahl von Massnahmen. Die Einsparungen, die immer wieder gesagt werden im Sport, das ist ein Beitrag an das optimierte Budget. Und selbstverständlich sind die Massnahmen, die wir getroffen haben, die greifen jetzt ab dem zweiten Semester, respektive auf die Vorrunde der neuen Saison. Und dann bin ich überzeugt, dass wir da auf gutem Kurs sind. Ich denke, wenn wir es erreichen, dass das Budgetdefizit halbiert ist, Abschluss von diesem Geschäftsjahr, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das Ziel, ausgeglichenes Budget, auf Ende des 2015 erreichen können. Und in diesem Budget hat es auch noch Platz für neue Transfer. Wir reden noch von zwei Topspielern, die noch kommen sollen. Die ganze Zentralschweiz wartet darauf. Wann kommen sie denn? Was heisst schon Topspieler? Nein, selbstverständlich. Das hat der Alex mehrmals auch schon bestätigt. Wir suchen noch im Aufbau, im offensiven Bereich, also so typische Zehnerposition, versuchen wir noch eine Verstärkung hinzubringen auf die neue Saison. Ich bin überzeugt, das wird auch gelingen. Und im Defensivbereich in der Innenverteidigung noch eine Verstärkung. Und da redet man von zu einem erfahrenen Spieler, der einfach wiederum eine Ergänzung geht zu unseren jetzt, doch ganz klar verjüngten Kader-Mitspieler. Und da bin ich überzeugt, wird man da mit einer jungen, dynamischen, wo aber auch noch genügend Routine drin ist, 11 können die neue Saison in Angriff nehmen. Reden wir hier von Tagen oder Wochen, bis man da Klarheit hat? Ich denke, das wird sich innerhalb der nächsten Wochen entscheiden. Und je kleiner, glaube ich, je besser, desto schneller kann der Trainer mit seinem ganzen Staff sich fokussieren auf die Vorbereitung der neuen Saison. Das geht dann schon gleich wieder los. Mhm. Zum Schluss noch ganz kurz. Wann wäre der Präsident Rudi Steiger zufrieden, wenn wir hier heute in einem Jahr wieder stehen?
Der ist zufrieden, wenn er bei seinen drei Zielsetzungen, das heisst einerseits sportliche Kontinuität, darauf zeigen, wir haben es geschafft. Wenn er in den finanziellen Zielen, ausgeglichenes Budget, mindestens auf halbem Weg Ziel erreicht hat, darf er stolz sein. Und dann, wenn das Aussenauftritt von allen Beteiligten, also inklusive Fankultur und das alles so zum positiven Image des FCL beiträgt, sind wir alle happy. Und an dieser Stelle darf ich sagen, am letzten Match haben wir sehr stolz dürfen sein auf unsere Fans. Wir sind gespannt. Wir freuen uns auf die neue Saison. Rudi Steiger, danke vielmals für den Besuch hier bei uns im Studio. Bitte, gern geschehen. Das war es vom heutigen Fokus. Sportlich geht es auf der L1 dann gerade weiter nach dem Wetter. In der Sendung Sport ist der FCL nochmals Thema. Dort zu Gast unter anderem der FCL-Goalie Dave Zibung. Jetzt danke fürs Zuschauen. Haben Sie es gut. Ade miteinander. Zum Saisonabschluss räumen wir das Lager im FCL Fanshop. Ab sofort gibt es auf fast alle Artikel 50% Rabatt. By your side, trying to do my best.